Ich glaube wirklich, es kann jeder sein Schäufelchen dazu beitragen und jeder ist nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mitbürgerinnen und für seinen Mitbürger verantwortlich. Und darum heißt es nicht, wenn ich jetzt sage, mir tut es eh nichts und gehe raus, muss ich trotzdem auch immer denken, dass ich eigentlich Überträgerin und Überträger sein könnte und wenn anderen anstecken. Und darum appelliere ich wirklich an jede Einzelne und jeden Einzelnen. Und wenn wir bei Solidarität sind, dann kann ich auch nochmal sagen, wenn irgendwer weiß in seinem Umfeld, ich habe gestern zwei Telefonate geführt, da hat mich wer angerufen und hat gesagt, ich habe eine 94-jährige Nachbarin, ich weiß, die hat keine Angehörigen, die hat niemand zum Pflegen, die geht trotzdem jeden Tag raus und das ist gefährlich, ich mache mir Sorgen, wenn es da draußen irgendwen gibt und irgendwer beobachtet, es braucht jemand Hilfe, dann bitte ich alle, Hilfe anzubieten oder einfach uns das zu melden und wir schauen, dass wir uns darum kümmern. Ja, wir haben heute aktuell in Bad Ischl, machen gerade alle Kindergartenleiterinnen und Leiter eine Umfrage bei den Eltern, versuchen sie zu erreichen, weil natürlich dadurch das Ganze verlängert worden ist, haben wir jetzt auch gesagt, bieten wir auch Betreuung in den Osterferien an. Das heißt, auch diejenige, die arbeiten müssen, ist die Betreuung gesichert, egal ob das in der Volksschule ist. Also alle von 1,5 bis 14 Jahren haben die Möglichkeit, in Bad Ischl betreut zu werden. Man muss den Bedarf nur jetzt bekannt geben, damit wir natürlich auch mit dem Personal richtig reagieren können. Also ich kann ja nur das sagen, was ich merke, schauen wir jeden Tag die Betreuungszahlen an und kann sagen, die Eltern treffen wirklich alle Maßnahmen, es sind wirklich nur die Kinder in der Betreuung, die es auch wirklich brauchen, sprich die sind in der Lebensmittelbranche tätig oder im Gesundheitsbereich und alle Eltern nehmen das wirklich ganz, ganz ernst, lassen die Kinder daheim und betreuen sie von zu Hause aus. Ja, das ist eine richtige Maßnahme. Ich glaube auch, dass nach die Osterferien hinausgehen wird, weil auch wenn sich bis nach den Osterferien alles beruhigt, glaube ich nicht, dass man das ganze System von heute auf morgen wieder hochfahren kann. Ich glaube, das Ganze muss langsam angehen und wenn wir uns jetzt einen Kindergarten oder eine Schule anschauen, wo zwischen 100 und 120 Schülerinnen und Schüler oder Kindergartenkinder drinnen sind, dann bin ich einmal bei 120 Kindern und dann weiß ich, wenn nur unter einem Kind wer ist, das Überträger ist, dann haben wir das Gleiche von vornher wieder. Wie lange glauben Sie, dass man die Situation jetzt so aufrechterhalten kann mit den Schließungen und so weiter? Aufrechterhalten kann oder muss. Ich glaube, dass es einfach notwendige Maßnahmen sind, die was man machen muss, damit das Ganze nicht so in Österreich wird, wie es in Italien ist. Können ist eine andere Frage, weil ich glaube, dass für viele in der Wirtschaft, aber auch in Betrieben, aber auch bei Einzelpersonen, bei Privaten zu Hause, dass nach 2, 3 Wochen, glaube ich, das Ganze erschöpft sein wird. Und da kann ich nur sagen, wir bieten Unterstützungen in alle Richtungen an. Es ist wirklich nur so, man muss sie melden, weil viele Sachen sind einfach als Einzelfälle zu betrachten und kann man nicht mit so einer Pauschalregelung das Ganze irgendwie schauen, dass das passt. Also man muss wirklich Einzelfälle sich anschauen. Ich habe gestern auch mit wem telefoniert, wo es um eine Privatperson gegangen ist. Es gibt auch Möglichkeiten bei den Banken und die sind auch da sehr offen für das, dass man Privatkredite auch stunden kann, dass man sie zusammensitzt, dass für die Bearbeitung nicht extra Gebühren anfangen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und man schaut wirklich, dass man das Beste für die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, aber auch für die Privatpersonen macht. Also wenn es jetzt, egal ob das Wassergebühren oder sonstige Gebühren sind, die was bei der Gemeinde zu entrichten sind, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich sage, wir verzichten auf diese Gebühren. Aber es gibt bei uns Formulare und man kann einen Antrag stellen, dass man auch hier um Stundung anfragt und dann ist zumindest einmal so, dass die nächsten 2, 3 Monate einmal keine Gebühren anfallen und ich tue mir selber schwer, aber es gehen natürlich auch Briefe jetzt hinaus, weil der normale Arbeitsbetrieb ja einfach läuft. Und wenn sie aber jetzt einen Brief zu Hause kriegen und da ist zum Beispiel eine Wasseranschlussgebühr drinnen und sie denken sich, um Gottes Willen, jetzt habe ich keinen Job momentan nicht und das geht alles nicht,
bitte einfach anrufen, wir finden da eine Lösung und die Stundung ist auf jeden Fall, können wir auch für Privatpersonen für 2-3 Monate machen, ist überhaupt kein Problem. Aber es obliegt nicht mir, dass ich jetzt sage, ich verzichte auf das Ganze, es gibt für alles Gesetze und auch in dieser schwierigen Zeit müssen die Gesetze eingehalten werden. Ich glaube, dass alle natürlich das im Kopf drinnen ist, was ist, wenn es mehr Fälle werden, was ist, wenn es uns selber betrifft. Das geht auch mir immer wieder durch den Kopf, wie wir auch in der Nacht oft munter und denken, man, gibt es noch irgendwas, was man da kann, was das ganze Risiko ausschaltet. Aber man kann wirklich gerade an jeden Einzelnen appellieren, man darf sich jetzt da nicht fertig machen lassen, wir sind in einer Ausnahmesituation und wenn aber jeder selber schaut, dass er das Ganze so gut wie möglich macht, denke ich mal, dann ist dieser Beitrag für die Allgemeinheit und dann werden wir das Ganze gut schaffen.